Oh, mit dir dann schießt wieder Satz zu, Icarus. Wir machen mal heute Außenpostenrunden, aber aus einem bestimmten Grund. Ich möchte nämlich gerne mal so Pistolen bauen. So Waffen, Schusswaffen. Ich würde am liebsten gerne alles hier einmal bauen, aber ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, weil brauchen wir Stahl. Oder 100 Stahl oder so. Man hätte eigentlich relativ viel freischalten, was wir noch nicht so freischalten haben. Dann haben wir einfach mal Bosaunen stehen können. Also mal Bosaunen ausprobieren. Bla bla, wisst ihr, wie es ist? Schauen wir mal, was da noch so ist. Was haben wir denn da noch? Machete. Kampfmesser. Unser jetziges Messer hat 200%, glaube ich, gell? Das ist da irgendwo. So, 200, ne? Ihr sagt 200. Das hält einfach bloß länger. Das nächste Messer. Platinmesser. Rad 200. Das macht halt jetzt nicht wirklich Sinn. Nee, mit dem. Hat der? Der war da noch richtig nice, ne? Der nächste bessere Pfeil noch. Ist dann Titan, okay. Titanmesser, das kann man natürlich auch mal irgendwann aufbauen, wenn man sagt, so, jo, mir hätte jetzt gerne mal bis besseres mal mehr einfach mal Ding. Da jetzt halt aufs Titanmesser gehen, Ding. Da kriegst du fast gar nichts zum Häuten. Speerenschaden. Ja, Bolzen hat eigentlich für Dings, soweit ich das weiß. 100% kritischer schon. Ist natürlich, glaube ich, schon fei. Ah, genau das. Den Bogen, ja, wollte man mal bauen. Den Compound-Bogen. Ist natürlich schon krass. Okay, jetzt gehen wir auf alle Fälle mal in Außenposten. Dann zeigen wir uns immer unten an. Und dann schauen wir, was wir alles brauchen. So, ich bin jetzt schon mal runtergegangen und habe ein bisschen Eisen in den Ofen rein, beziehungsweise ich habe Eisen zu Stahl-Ding gemacht. Und jetzt habe ich gerade gesehen, ich möchte jetzt mal das mit dem Brot-Ding da ausprobieren. Das machen wir jetzt kurz, also brauchen wir kurz mal Hefe. Wie wir eine finden. Ist wie immer. Es ist wie immer. Wenn du es einmal brauchst, dann findest du das nicht. Sonst schirmt es da überall Guschen, hey. Da ist Hefe, da, schau hier. Ach, oh, Hefe oder sowas los. Wird doch irgendwo Hefe sein. Man kann nicht dabei, ne? Nee. Ja, mir gar kein Sichel da. Oh je, meine. Meine. Spenden wir uns halt nicht gefühlt. Ja, ich gehe mal erstmal kurz pennen da und dann. Ach, da. Sogar. Dann haben wir Kürbis, nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir Watson. Da war was. Okay, jetzt sehe ich selber schon immer fei. Möchte nämlich mal ausprobieren, wie das Essen dann wirklich funktioniert so. Ist vom Küchenherd. Pen wollte mal gehen. Langt noch nicht. Das ist erst 58. Perfekt. Oh, meine Hosen. Oh. So, 50. Machen wir die noch schnell. Genau, schauen wir noch mal schnell, ne? Oh.
Bei mir. Haben wir noch gar nichts darin? Ich bin schon gewundert. Mir nichts davon doch gerade hätten. Wenn wir kurz Mehl machen. Aktivieren. Aktivieren. Kennst du das, wenn es in deiner Hand juckt? Das ist echt mega unangenehm. Vor allem, wenn du die Maus die ganze Zeit dort hast. Ich kenne es auch von der Maus, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das jetzt gelangt. Okay, einmal. Bis. Mach jetzt wieder nicht, weil das Wasser nicht drin ist, gell? Oh, einmal Brotteig. Verdirbt sogar, interessant. So, wir können jetzt Kürbisbrot machen. Oder richtiges Brot. Weil das andere. Können wir gerade eben machen. Aber das macht man jetzt mal. Bin ich mal gespannt. Das ganz schön fett sein, warum? Ach, da braucht man etwas zum Verbrenner. Ah, was Biokraftstoff brauchst du? Ja, moin, das habe ich ja gar nicht mehr bedacht. Das habe ich ja gar nicht mehr bedacht. Stimmt ja. Jetzt. Oh lol, du bist gerade on fire und so. Okay. Ist mal. Wir haben zwar aktiv, aber merkt man fast nicht. Okay. So, dann schauen wir jetzt mal. Technikbaum. Okay, da habe ich ein paar Sachen freigeschaltet, damit ich was bauen mit dem Strohzeug. Jetzt sagst du Lagerfeuer 24, du brauchst 100 dann schon wieder. Wahrscheinlich muss ich das hier aufzuhören. Speere. So, da waren wir. Ich ein Lagerblock. Bier. Bier, was bringt Bier eigentlich? 100% Ausdauer, Alter. Was bringt das? Das gleiche, oder? 125. Ja, das bringt zumindest das gleiche. Das bringt nur Erfahrung und minus 20% Wasserverbrauch, lol. Okay. Einfach mal alles wieder ausbauen, weil wir haben ja sowieso so viele Punkte. Dann, was ich auch noch bauen wollte, das Teil da müssen wir mal bauen. Das müssen wir auch mal bauen. Chemiebank. Elektrischer Tiefbohrer, Kühlschrank. Starke Klimaanlage, eine leistungsstarke Wärmetauscher, eine zur Kühlung großer Bereiche. Elektrischer Entfeuchter. Heizung ist natürlich Ding. Das ist fürs Wüstengebiet, Winter, Dingsgebiet. Elektrischer Komposter. Ja, das war ich bereits noch nicht. Eine Stromlinie für schwere Steinarbeiten und Gravuren. Zimmermannsbank. Rüstung von Elektroherd. Haben wir jetzt auch noch nicht freigeschalten. Also gibt es halt noch nicht, besser gesagt. Ist natürlich auch sehr interessant. Den wollten wir machen, ne? Müssen wir erstmal schauen, wo ist denn der Ding da?
Was brauchen wir für das Chemie-Dings da? Oh, ach, da brauchen wir so viel Gold. Das habe ich ganz vergessen. Wie ganz vergessen, dass wir so viel Gold brauchen. Eieiei. Da müssen wir gleich mal eine Formrunden mit einlegen. Im Außenposten. Ich habe vorher erst das ganze Zeug für das andere Zeug geformt. Machen wir erstmal Pistolen, würde ich sagen. Pistolen. Schauen wir mal. So, wo ist die Pistol? Pistol, da haben wir. Ach, Stahlschrauben. Haben wir noch nicht neu? Ja. Bauxit haben wir. Das haben wir. Was feiert uns jetzt noch? Holz. Holz feiert. Holz haben wir auch. Mehr Stahl brauchen wir noch. Okay, einmal Pistole, Schießpulver. Haben wir noch gar nicht freigeschalten, glaube ich. Besser Rang 2. Naja. Oder haben wir kein Ding drin, oder? Oh. Lucky muss man sein, ne? Und Schwefel. Warte, haben wir da noch Schwefel drin? Ja. Machen wir ein bisschen was. Brauchen wir da Eisen dafür? Oh, da brauchen wir nur Eisen dafür. Gut, dass ich noch ein bisschen Eisen aufgekommen habe. Okay, dann lass mir da. Schauen wir mal, wie gut das ist. Wie gut das ausschaut, da die mal sehen. Hallo? Schaut richtig gut aus. Schaut richtig gut aus. Er ist nicht dick, dass mir das so gut. Okay. Ja, gewöhnungsbedürftig zum Schießen damit, würde ich mal sagen. Gibt angenehmere Schussdinger. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir bauen wir noch eine andere Waffen, dass wir das auch mal sehen. Mein Gott, ey. Geh einfach wieder auf, ey. Du Zipfelsepp, du. So, was brauchen wir für. Wieso ist dieser Rind auf einmal nicht mehr Klon? Die soll ich gerne bauen. Weil dieses Schrotflinten. Brandgewehr. Wo ist die andere Munition? Gewehrmunition da. Stahl brauchen wir noch. Repartiergewehr, Repartiergewehr, keine Ahnung. Machen wir das. Bin jetzt mal gespannt. NATO Standardpatronen. 762. Ah, okay. Scharfschützengewehr. Aber ich kann nicht durchs Ding schauen. Ach, das ist kein. Ah, okay, das ist kein. So wie man meinen hat, das ist. Okay. Sehr laut. Ist aber. Ich muss sagen, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Leider können wir es ja auch nicht richtig austesten. Weil wir ja bloß Kleintiere da haben. Also ich muss sagen, damit hätten wir da jetzt einen Bären oder so, wo man es gescheit testen kann. Das war schon was. Das war schon was. Muss schon sagen. Also ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist. Die Waffen. Aber dass das nicht schlecht ist, aber
Noch lohnt es halt. Wie bei jeder Waffe. Immer Kacke. Ja, ich drei viel Limbus verloren, obwohl ich ihn drauf habe. Frage ist, wie weit sehen wir selber was? Das ist halt, glaube ich, die Hauptfrage immer bei den Spielen. Nicht getroffen. Oder anscheinend nicht richtig. Schauen wir mal. Pistol ist schon mal lustig an. Wenn ich drauf oder was? Das ist aber, macht irgendwie schon Bock, wieder rum zum Laufen. Ah, okay, jetzt weiß ich. Jetzt glaube ich, weiß ich, wie ich schießen muss. Weiß ich gar nicht, kriegen wir wieder Munition wieder zurück? Hab ich gar nicht geschaut. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Das ist gar keinen Sinn mehr, oder? Das ist halt so ein Problem bei Schusswaffen. Das ist halt schon so ein bisschen ein Problem. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich? Pfeil. Ja, bloß so wenig Ding. Teilen. Aber warte mal. Was haben wir so viel Scheiß dabei? Wir auf alle Fälle die Schrotflinten auch noch ausprobieren. Ja, jetzt weiß ich wie. Okay. Wo ist er jetzt? Hallo? So, im Büschel drin liegt er. Ja, dann gehen wir mal kurz nochmal um. Schauen wir wegen einer Schrotflinten. Was wir da brauchen. Seit die Pistolen-Testungsphase hier. So, was brauchen wir für... Da brauchen wir Kupfer und Schießpulver, brauchen wir da. Was vermisst man? Haben wir irgendwo noch Kohle? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir haben wieder die ganze Kohle aufgebracht. Naja, müssen wir ja fast. Dann müssen wir da mal austauschen zu dem, dass der mal Kohle wieder produziert. Ja. Ich glaube, dass ich dringend pissen muss. Designer, das, das, das. Ist nicht. Das, das. Das kommt dahinter oder wenn wir. Ein bisschen aussortieren nochmal, das ist. Jetzt wird Zeug aus mir mitgetragen. Dann. Ist das. Leder, kommt da einer. Bam, bam. Kohle kommt in den anderen Ofen rein. Titanblock, der macht da mal einer. Knochen. Ja, mein Bergbank einer, das ist immer einer. Wobei, das können wir auch drüber rein.
Kommt auch da einer da. Dann Stor, kommt da einer. Kürbis. Ach, wir haben gar nicht weitergegessen, ne? Fällt mir gerade so auf. Ich hab gar nichts mehr gegessen seit vorher. Kürbis, den haben wir mal da einer. Ist der mal da einer. Hol jetzt den mal in den Ofen rein. Schau dir das so. So, was brauchen wir für die Schrotflinten? Holz, Stahl. Stahl? Immer glaube ich zu wenig Stahl. Immer 6 wenig Stahl. Ja, toll. Eieieiei. 6 Stahl haben wir zu wenig. Doppelteilen. Zerstören. Zerstören. Mach einfach mal. Schütte mal wieder hoch. Was haben wir da noch? Nix. Ich mach einen Stahl mal. Hören wir gerade auf. Oder 2. Das langt dann trotzdem nicht. Ah, ich hab Kohle aus, oder? Stimmt, ja. Warte mal, 6. Wie viel brauchen wir für das? 2. Wir haben das hergemacht, dass man mehr braucht. Wie viel braucht man jetzt eigentlich noch? 4, oder? 40 Semi brauchen wir. Semi brauchen wir. Und da haben wir keinen. Okay. Ja, dann müssen wir das wahrscheinlich verschirmen mit der Schrot finden. Dann müssen wir das verschirmen. Ja, ich mache halt wieder eine kürzere Folge, weil Freitag ist halt einfach Weekend. Ich kenne euch ja alle. Möchte sagen, wir irgendwann eine Ruhe haben. Jo. Es war echt cool, wenn da Scope drauf war. Das war sehr cool eigentlich. Weil. War schon praktischer, glaube ich. Wenn du Scope hättest, da wusstest du einfach so, dann eine 6 gescheit, wo es T-Shirt. Das hast du jetzt so nicht. Kann jetzt auch einen Fisch schießen. Aber. Ist halt jetzt nicht so das Wahre. Shit, triff ich nicht mal. Triff ich nicht mal. Ja. Ne? Okay, also, wenn es euch gefallen hat, lasst auch das Like da. Mal schauen, was wir am Montag machen, ich weiß noch gar nicht. Also, lasst euch überraschen. Bis zu habe die Ehre. Links unten geht's wie immer zum letzten Upload. Links unten zur iGross Playlist und nach rechts, auf dem rechten Ding geht's direkt zum Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.